Gehörst du zu den Leuten, deren Schuhband immer wieder aufgeht oder eben nicht gut hält, außer man macht so etwas wie eine Doppelmasche oder ähnliches? Wenn du zu denen gehörst, dann zeige ich dir heute den einfachsten Trick, den es überhaupt nur geben kann. Um das eigentliche Problem rauszufinden, müssen wir eigentlich nichts anderes tun, als wir den Unterschied zu kennen zwischen dem Kreuzknoten und dem Altweiberknoten. Da liegt nämlich meiner Meinung nach in 99% aller Fälle der eigentliche Fehler, den die meisten machen, bei denen die Schuhbänder immer wieder aufgehen. Und der Unterschied ist leicht herauszufinden. Man geht einfach her, macht den Knoten so, wie man gewohnt ist, und macht die Masche. Und wenn man mit der Masche fertig ist, macht man nichts anderes, als wie man zieht die Laschen jetzt weiter durch, weil es ja eigentlich nichts anderes ist wie ein Quick Release, und schaut sich den Knoten an. Wenn das wie in meinem Fall jetzt ein Kreuzknoten ist, dann ist er in Ordnung, dann passt es. Andersrum ist, so, jetzt ziehe ich meine Lasche durch und merke, das ist der Altweiberknoten. Erkennt man leicht daran, dass die zwei Schnüre nicht parallel sind. Ich mache es noch einmal, um den Unterschied deutlich zu machen. Zuerst einen ganz normalen Überhandknoten, dann die Masche. Ich ziehe es durch. Und daran erkennt man den Kreuzknoten, dass die zwei Bänder parallel zueinander laufen. Und wenn man den Knoten nimmt, dann kann man den auch so verrutschen. Um das Ganze jetzt aufzulösen, müssen wir eigentlich nichts anderes machen, als das, was wir von Kindheit an, wo wir die Masche gelernt haben, ein bisschen umzuprogrammieren. Und zwar den allerersten Knoten. Weil bei den meisten, wo nicht der Kreuzknoten ist, machen nichts anderes, als wie den Knoten in die falsche Richtung am Anfang. Um das zu ändern, macht man einfach, und das dauert vielleicht 2-3 Wochen, bis das ins Fleisch und Blut übergangen ist, dass man das richtig rummacht. Man geht einfach her, macht den Knoten, macht die Masche, fertig. Und dieser Knoten, der Kreuzknoten, der geht nicht auf. Den ziehst du einmal fest und der geht nicht mehr auf. Das hält. Da brauchst du nicht Doppelknoten machen, was ich schon oft gesehen habe, oder am Anfang den Knoten dreimal machen. Ich meine, der hilft zwar, damit die Schnur selbst nicht so leicht lockert, aber sie lockert sie dennoch, weil der Fehler eben beim Altweiberknoten steckt. Der Altweiberknoten ist nicht geeignet, um Bänder zueinander zu halten. Wofür der wirklich verwendet, habe ich keine Ahnung. Okay, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert. Wenn du Fragen hast, stell sie mir in der Kommentarspalte. Ansonsten freut es mich, dass du reingeschaut hast, und bis zum nächsten Mal.